Mein Cola-Eisbär und ich, wir machen das jetzt heute wieder. Nämlich das TV-Duell Wagenknecht-Weidel kommentieren. Ja, du lustiger Geselle. Ganz ohne Brille geht es nicht. Es kann noch so klein groß geschrieben sein. Ich muss eine Brille haben inzwischen. Und es ist 40 Stunden später, macht aber auch nichts. Ne? Na, also nach dem Duell. Ups. Na? Kann Frau Green zaubern? Nein. Kann sie nicht, das ist ja die Technik, ja, die zaubert für uns, ne, Eisbär? So, also, TV-Duell Weidel-Sara Wagenknecht, die Mauer ist weg. Oder, das ist ein Aussatz, der muss ausgebrannt werden wie ein Aussatz. Ne? Vor Wochen dachte ich noch, man wird doch nicht die beiden weiblichen Forderungen der Opposition aufeinander hetzen und sie werden es hoffentlich ablehnen. Doch nun muss ich sagen, es ist das Beste, was passieren konnte, denn beide Frauen haben sich weiblich stringent, aber in der Sache ohne Pöbeleien bewährt. Alice Weidel, die Technokratin, die Elitäre, die Blasierte, die Kalte, war sogar locker, lachte fast bis zum Anfall. Sarah Wagenknecht zeigte sich leise, empfindlich und hartnäckig, vor allem aber ernst in Niederlage. Weidel ging als klitzekleiner Punktsieger vom Platz, gerade wegen des Lachanfalls. Die Grundsituation. Alice Weidel hatte schon vor dem TV-Duell gewonnen, und zwar auf der ganzen Linie. Zum ersten Mal war sie in einem TV-Personality-Clash gefordert, noch dazu gegen eine etablierte und Talkshow-erfahrene Kontrahentin. Dieser Fakt wurde kaum gewürdigt, ist aber der entscheidende, und ich wies gebetsmühlenartig seit Monaten darauf hin. Die AfD hat endlich einen Gegner, der so auch Partner sein könnte. Sarah Wagenknecht, obwohl aus dem AfD, ups, Lager immer wieder geschmäht, riss mit der Zusage zu diesem Match die Mauer ein, auf der alle anderen nun ebenso hinüberklettern könnten. Davor die Feld, sprich Wahlanteile zwischen beiden Parteien AfD und BSW etwa 70 zu 30 verteilt waren, war das Risiko für Weidel unübersichtlich. Sie könnte Anteile verlieren, wenn sie nicht eindeutig gewinnt. Es wird sich zeigen, ob es Auswirkungen hat. Erfreulich, dass beide Frauen immer wieder die Gemeinsamkeiten betonen, während der sauerländische Moderator recht einseitig die keineswegs zu schwadronierreihen neigende Wagenknecht immer wieder unterbrach. Einmal zu Recht, nämlich bei ihren unsäglichen, aber bekannten Skizzierungen des Konfliktes zwischen Israel und den Palis. Die ehrabschneidenden Nachkartereien eines Julian Reichelt sollte sie jedoch nicht stehen lassen. Alle Punkte können hier nicht beleuchtet werden. Konzentrieren wir uns auf diese. Sarah Wagenknecht hat Höcke wegen dessen Sozialdarwinismus kritisiert und dies genüsslich. Weidel hätte leicht auf den Hang zur Philosophie eines spinnerten Studienrates mit unverdauten Brocken angelesener Großmannszucht verweisen können. Und Sarah Wagenknecht hätte es auch verstanden, zumal sie harte Worte von den marxistischen Klassikern kennt, von denen sie sich klar und endgültig distanzierte. Und doch hätte Weigel, würde sie etwas von der Sache verstehen und nicht nur den hohlen Bauch der Klakteure bedienen, sagen können, liebe Sarah Wagenknecht, Sie sind doch auch als halblinke Ex für Brecht, dessen Frau Carrar sagte, das sind keine Menschen, das ist ein Aussatz und das muss ausgebrannt werden wie ein Aussatz. Schlimmer als Höcke, oder? Und klingt es nicht ähnlich, wie Sie über Israel reden, Frau Wagenknecht? Und ja, Ihre linksblöden Äußerungen sind 25 Jahre alt, Höcke, sind aber auch von vorgestern, nein, gestern. Wann aber ist etwas historisch? Puh, schwierig, schwierig, ich billige auch jedem etwas zu. Habe selbst in 50 Jahren politische Äußerungen die eine oder andere Änderung in meinem Repertoire gehabt. Ganz wie mein Lehrmeister Wolf Biermann, der ja auch selbst sagte, würde sich auch. Nur wer sich selbst ändert, nur nein, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Aber blicken wir nach vorn. Nagelprobe aufs Exempel. Schickt die AfD Höcke als Kanzlerkandidat ins Rennen und präsentiert einen alternativen MP in Thüringen und wo ja, voilà, schon stand das Bündnis greifbar nahe, oder? Keine Ahnung. Nebenbei, das BSW hat immer gesagt, dass es keine Migrationspolitik mit Ressentiments will. Es ist keine Taktik, sondern Inhalt Überzeugung, auch wenn der ausbauende Taxifahrer nur Syrer aus der Kiste Sozialkiste stammt, die nie fragt zum Beispiel, trägt sie oder nicht, die Frau. Denn das Wörtchen Kopftuchmädchen sieht daran Sarah Wagenknecht nach wie vor als schimpfvoll und versteht noch nicht, warum das mehr aussagt, als sie denkt.
Dennoch hat sie recht in dieser Frage. Eine Remigration, eine Revitalisierung, wie die Autoren dieser Zeilen die notwendige Maßnahmen schon immer nannte, ist auf rechtsstaatlicher, nicht auf Bürgerkriegsbasis zu führen. Fazit: Ich schaue nur noch selten fern außer Fußball. Dieses Mal lohnt es sich. Ach ja, in diesem allerletzten Moment kommt da noch eine Meldung herein. Beim Messer und Co. übernehmen hat man in Berlin eine Bitte. Fahrgäste werden gebeten, darauf zu verzichten, wenn sie einen der genannten Bahnhöfe der S-Bahn Berlin betreten. Das erinnert fast doch wörtlich an Gerd Bronners geschupften Pferd, in dem es heißt, die netten Gäste werden höflich begehen, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Das Lied stammt aus dem Jahr 1952. Das heißt, nix. Vielleicht doof bleibt doof, der helfen keine Pillen. Ja. Bis dahin, tschüss. Du.